Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war beim Essence Blogger Event eingeladen und das Ganze fand in Hamburg statt. Ich habe auch ein Video dazu hochgeladen und habe euch die ganzen Produkte, die es jetzt neu im Sortiment gibt, seit 2014 vorgestellt und habe euch so ein bisschen schon meine ersten Eindrücke und meine Meinung zu den Produkten gesagt, was mir gefällt und was nicht. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, werde ich es unten in der Infobox verlinken. Und da hatte ich euch ja versprochen, dass ich dieses Gel Nail at Home Set ausprobieren werde und ja, es ist soweit. Ich habe es vor ein paar Tagen ausprobiert an einer Hand, um zu sehen, was wie sich das Ganze verhält, ob es auch hält und ob diese 10 Sekunden wirklich der Wahrheit entsprechen, also diese 10 Sekunden eingehalten werden. Essence verspricht ja, dass man mit dieser Mini-LED-Lampe pro Finger nur 10 Sekunden braucht, um um das Gel zu härten und das werden wir gleich nochmal zusammen ausprobieren. Ich habe das Ganze für euch mal getestet und hier könnt ihr das Ergebnis schon mal sehen. Also ich habe farbige Nägel 3 Stück gemacht, also farbige einmal und zweimal diesen French Look ganz normal. Und ja, ich zeige euch erstmal die Lampe und die schaut so aus. Die ist wirklich extrem klein im Gegensatz zu dem Vorgänger. Der Vorgänger war ja größer, da konnte man 4 Finger reinmachen und dann draufdrücken und nach 60 Sekunden war der Nagel gehärtet, also dieses Gel hart. Und hier soll man halt immer nur einen Finger und dann draufdrücken und innerhalb von 10 Sekunden soll das Gel halt auch ausgehärtet sein. Und auch hier am Stecker hat sich was geändert. Es ist kein normaler Stecker mehr, wie wir den sonst kennen, so für die Steckdose, sondern es ist ein USB-Anschluss. Essence hat sich das so gedacht, dass wenn man unterwegs ist mit dem Laptop, man sich überall die Nägel modellieren kann, also die Nägel mit Gel machen kann. Und überall, wo man halt einen USB-Stecker dran machen kann, mit all diesen Geräten funktioniert das. Und ja, dann habe ich auch noch auf diesem Event dieses Gel Nail at Home Starter Kit bekommen und das gibt es ja schon ein bisschen länger und da war enthalten einmal dieser Cleanser, den wir als erstes benutzen werden, aber das werde ich euch gleich zeigen, wenn ich euch die einzelnen Schritte in Echtzeit nochmal zeigen werde. Dann war hier dieser Primer enthalten, dieser Top Coat und dieses Peel Off Gel Base, ja. Diese 4 Produkte waren enthalten und ich glaube, dieses Set kostet 9,95 €. Die Lampe wird es im DM und überall, wo es Essence gibt, für 19,95 € wird es die geben. Und schauen wir uns jetzt mal das Ganze von nahem an. Ich werde euch ranzoomen und werde euch zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe und dann werde ich euch mein Fazit zu dem Ganzen sagen. So, legen wir auch los. Und zwar, solltet ihr noch Nagellack auf den Nägel haben, dann entfernt es mit einem Nagellackentferner. Ich habe jetzt hier den von Essence Nail Polish Remover. Und nachdem ihr das gemacht habt, solltet ihr eure Nägel in die gewünschte Form feilen, so wie ihr es halt gerne hättet. Ich habe das jetzt auch schon so ein bisschen gemacht und ja, ihr seht, die sind nicht gleich lang, aber das kommt daher, dass die abgebrochen sind. Ist aber nicht weiter schlimm. Nachdem wir das gemacht haben, habe ich jetzt so ein Nagelhautschieber, den gibt es auch bei Essence und ich mache das Ganze jetzt hier an dem Finger und werde meine Nagelhaut hier zurückschieben. So, ich mache das Ganze jetzt in Echtzeit, damit ihr auch mal seht, wie lange das Ganze dauert. So, schön zurückschieben. Dann nehme ich hier einmal den Essence Gel Nail at Home Cleanser und werde mir den Nagel damit jetzt säubern. Und so entferne ich halt von dem Nagel Staub, Schmutz und Fett, damit das Gel auch auf den Nägel haften bleibt. Also wirklich großzügig auch die Nagelhaut und so ein bisschen unter dem Nagel, damit da keine Rückstände von Fettölen und sowas auf den Nägel bleibt. Dann schaut das Ganze so aus. Und der nächste Schritt wäre halt dieser Primer hier. Den werde ich jetzt öffnen. Und den kann man auch großzügig auf dem kompletten Nagel wie Nagelhaut drauf machen.
So. Und der hat keine bestimmte Trocknungszeit jetzt. Also der ist relativ schnell trocken. So sieht das Ganze dann aus. So, schon ist er trocken. Jetzt muss ich mal ein bisschen rein. So, und jetzt machen wir auch direkt schon weiter mit dem Peel-Off-Gel-Base. Und das sieht so aus. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Also wir müssen aufpassen, dass wir wirklich nicht an die Nagelhaut kommen, aber genug Base auftragen, auch hier um den Nagel herum, also hier unten rum. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir werden das jetzt zusammen auftragen. Also nicht sparsam damit sein und wirklich aufpassen, dass man nicht an die Nagelhaut kommt. Natürlich kann das passieren, dass man an die Nagelhaut kommt, aber dann muss man das entfernen, weil sonst hält das Ganze nicht. So. Ich könnte ruhig ein bisschen mehr nehmen. So. Hier vorne auch alles verschließen. Und wenn ihr dann der Meinung seid, der Nagel ist komplett ummantelt mit dem Peel-Off-Base, also mit der Peel-Off-Base, dann könnt ihr das Ganze hier reinmachen. Und dann tut ihr den Nagel hier rein und drückt hier oben drauf. Und das Ganze soll halt innerhalb von 10 Sekunden trocknen. Okay, das waren schon die 10 Sekunden. Und ich kann euch sagen, es ist noch nicht trocken. Ich guck mal. Nee, es ist noch nicht trocken. Deswegen werde ich es jetzt nochmal versuchen. Essence sagt ja, es soll innerhalb von 10 Sekunden trocken sein. Aber es war jetzt nicht trocken. Und es ist immer noch nicht trocken. Und die gleiche Erfahrung habe ich auch bei meinen anderen Fingern gemacht, die ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht habe. Also diese 10 Sekunden haben mir auf jeden Fall nicht gereicht. Ich denke mal, das liegt daran, dass die Wärmelampe gar nicht so warm wird. Also manchmal merke ich diesen Schmerz, den man normal kennt, wenn man schon mal sich die Nägel bei der Nageltante, wollte ich jetzt sagen, bei der Nageldesignerin gemacht hat, dann hat man ja diesen stechenden, warmen Schmerz und den hat man halt hier nicht immer, sondern nur ein paar Mal. Das heißt, man muss wirklich öfters diese 10 Sekunden laufen lassen und irgendwann kommt das und dann merke ich, aha, jetzt hat es funktioniert. Aber es funktioniert halt nicht immer. Jetzt war es auch nicht warm genug und das finde ich halt wirklich sehr, sehr schade, weil ja, diese 10 Sekunden halt nicht so stimmen. Okay, jetzt habe ich es öfters gemacht, wie ihr gesehen habt. Und jetzt bin ich mal, jetzt könnt ihr mal schauen. Also es ist fast trocken. Ich werde es jetzt noch einmal benutzen. Und kann euch sagen, ja, es ist, ich merke das jetzt auch wieder, es ist nicht warm genug. Egal, und werde das jetzt erstmal so lassen. Und werde jetzt hier diesen Clear Gel Top Coat drauf machen. Und da sollte man halt gucken, dass man nicht so viel nimmt. Sonst sieht das sehr, ja, sonst wird das zu dick auf dem Nagel. So. Und werde das Ganze jetzt wieder drauf machen. Und hier sollten wir auch aufpassen, dass wir den Nagel, also die Nagelhaut, nicht mit bepinseln. Also wirklich nur den Nagel. So, ein bisschen abstreifen. So, und das wäre es dann auch schon. Und jetzt sollte man eigentlich wieder für 10 Sekunden in die
in diese Lampe. Und das werde ich jetzt wieder machen. Jetzt warten wir 10 Sekunden. Und ja, ich sehe es, es ist noch nicht trocken. Und werde das Ganze nochmal versuchen. Ich merke das, ich spüre das ja auch selber, dass es nicht warm genug wird. Weil als ich das bei der anderen Hand vor ein paar Tagen gemacht habe, habe ich auch manchmal diesen stechenden Schmerz gehabt. Und da weiß man, aha, es passiert was. Und ja, jetzt passiert halt nichts. Ne? Ich meine, ich habe alles hier angeschlossen. Ihr seht, es leuchtet auch. Aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht so richtig. Jetzt werde ich hier nochmal dran gehen. Es ist immer noch nicht komplett trocken. Und deswegen werde ich es jetzt noch einmal versuchen. Jetzt merke ich, jetzt wird es schon ein bisschen wärmer. Aber dieser stechende Schmerz, der ist halt nicht da. Und das müsste ja eigentlich vorhanden sein, damit das Gel ja auch ja, gehärtet wird. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. So, wenn ich jetzt dran gehen würde, also es ist auf jeden Fall noch nass. Ja, nicht komplett, aber es ist auf jeden Fall noch feucht. Trotzdem muss ich sagen, ich kann euch ja mal den anderen Nagel zeigen. Den kann ich ja mal kurz erstmal sauber machen. Um euch zu zeigen, ich weiß nicht, wann habe ich das denn gemacht? Vor ein paar Tagen. Und also der sieht jetzt so aus. Ne? Und ihr seht, da ist auch das Gel drauf. Aber am Anfang auch. Ich habe jetzt das Gel so trocknen lassen, das was noch ja, hätte trocknen müssen, habe ich einfach so trocknen lassen. Und da waren auch ein paar Patzer drin, aber die sind später dann wirklich gut rausgegangen. Und wenn das einmal trocken ist, dann hält das Ganze. Oh, ich sehe gerade, meine Nägel sind so gelb, aber ich habe gerade eine Mandarine gegessen. Oder 4. Und deswegen sind meine Nägel so gelb. Also bitte nicht drauf achten. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Bei einem Fingernagel-Tutorial. Auf jeden Fall. Wenn es einmal trocknet, also da können ruhig Patzer rein, wenn da einmal Patzer drin sind, ist nicht schlimm. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, da ich mich für diese drei Farben entschieden habe und diese drei farbigen Lacke mussten halt sehr gut trocknen, damit wir halt mit dem nächsten Schritt weitermachen können. Und das Ganze habe ich jetzt so gemacht, genau wie bei diesem Nagel. Die Nagelhaut bei allen dreien auch zurückgeschoben mit diesem Nagelhautschieber. Dann das Ganze wie beim Ringfinger auch mit diesem Cleanser sauber gemacht mit einem Wattepad und dann habe ich den Primer benutzt und dann Peel Off Gel Base und dann habe ich das Ganze in die LED-Maschine, in die LED-Lampe reingemacht und danach habe ich dann meine Farben benutzt und das Ganze gut trocknen lassen und ja, jetzt können wir weitermachen. Mit dem Clear Gel Top Coat und ja, das werde ich jetzt auftragen mit euch zusammen. Hier muss man aufpassen, nicht so viel nehmen, aber auch nicht zu wenig, so dass man den ganzen ja, Nagel damit umhüllt, aber die Nagelhaut wieder ausspart. Ich komme mal ein bisschen mehr ins Bild. So. So, und werde das Ganze wieder für 10 Sekunden hier reinmachen. Und kann euch jetzt auch schon wieder sagen, dass ich keine Wärme spüre. Werde das Ganze nochmal anmachen. Und noch einmal. Ich weiß auch gar nicht, an was es liegen könnte. So und ihr könnt das ja hier noch mal sehen, ich zeige es euch hiermit, dann könnt ihr sehen, dass es noch nicht trocken ist. Zeige ich euch, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber ich könnte hier jetzt was reinmalen, das möchte ich jetzt aber nicht, weil
Ja, das Weil erkläre ich euch gleich. Und wie ihr es schon raushören konntet, ja, was soll ich sagen? Also, ich bin nicht komplett enttäuscht, aber auch nicht komplett zufrieden. Doch, genau das wollte ich sagen. Und zwar habe ich das Ganze ja ausprobiert, hat es euch ja gesagt. Und das Ergebnis zeige ich euch mal an diesem Finger. Das gleiche, wie ihr gerade sehen konntet, also das gleiche Problem hatte ich auch. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Lampe mal ja, richtig aufgeheizt worden ist und man diesen normalen Schmerz halt auch gespürt hat, den, wenn ihr schon mal bei der Nageldesignerin wart und euch Gelnägel machen lassen habt, dann kennt ihr diesen Schmerz, das ist so ein Ziehen und es wird heiß und es piekt. Und da möchte man am liebsten den Finger wegziehen. Und das hatte ich bei allen 10 Fingern vielleicht 3 Mal. Sonst hatte ich das nicht. Und deswegen ist das Gel auch gar nicht so richtig hart geworden. Nur muss ich sagen, ich habe mir gedacht, egal, jetzt ist das nicht hart, aber ich hatte einen Frauenarzttermin. Also bin zum Frauenarzt und bin auch überall gegengekommen und habe das auch gesehen und habe mir gedacht, egal. Das könnt ihr hier nochmal sehen, da ist nämlich genau das passiert, was jetzt mit den Nägeln ist. Also alles dran. Ich komme noch ein bisschen näher. Seht ihr das? Also da ist wirklich alles dran. Was ist das denn alles? Fäden. Also ich war ja ganz normal jetzt, habe gerade noch ein bisschen mit meiner Tochter gespielt und ich versuche das Ganze jetzt einfach mit diesem Cleanser runterzunehmen. Das Problem ist einfach, auch hier, obwohl ich 4-5 Mal immer wieder drauf gedrückt habe und es keine 10 Sekunden, sondern ja jedes Mal 40-50 Sekunden ich versucht habe, dieses Gel zu härten, es nicht funktioniert hat. Aber wenn es so von alleine trocknet, das heißt, es ist egal, ob da Dellen drankommen oder nicht, weil das Ergebnis, wenn es komplett, ja, komplett trocken ist, sieht eigentlich wieder richtig schön aus, finde ich. Jetzt versuche ich das Ganze hier mal sauber zu machen. Und ja, genau das Gleiche wie bei den Nägeln auch. Also das tut dem Ganzen nichts. Es sieht wieder schön aus, trotzdem ist das nicht Sinn und Zweck der Sache, dieses Gel soll ja eigentlich wirklich hart werden, was es nicht tut. Oh, diese, wie heißen die? Diese Duo-Wattepads von Shisara. Ich weiß nicht, wo gibt es die bei Plus? Ich muss mal kurz schauen. Beim Netto, die sind ekelhaft. Die sind sowas von ekelhaft, weil sie einfach, schaut mal, wie die fusseln, ne? Seht ihr das? Und ja, ist egal, das ist ein anderes Thema. Aber schaut mal. Jetzt glänzen die Nägel wieder und alles ist eigentlich wieder gut. Ja, ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich damit leben kann. Jetzt ist das Ganze auch trocken. Ich habe das vor, ja, das Video ungefähr vor 2 Stunden abgedreht und jetzt ist das auch trocken. Ja, noch nicht ganz, aber ja, mit der Lampe hat das halt nicht komplett funktioniert. Manchmal spüre ich es, dass es richtig heiß wird und dann ist auch okay. Aber die nächsten 5 Male dann wieder nicht. Und deswegen, trotzdem finde ich dieses Produkt empfehlenswert. Aber würde es mir selber, wenn ich mir so ein Tutorial anschauen würde, würde ich es mir selber nicht nachkaufen und würde schauen, dass ich vielleicht ein anderes Produkt kaufe. Weil, ja, härten tut es ja nicht wirklich. Von daher bin ich so ein bisschen enttäuscht. Aber ich werde es trotzdem die nächsten Male auch wieder benutzen. Ich habe es jetzt und mich stört das nicht. Dann patsche ich halt überall oder komme überall gegen. Und dann kann ich halt mit diesem Cleanser wieder die Nägel sauber machen. Und man sieht eigentlich wirklich gar nichts mehr davon. Es sieht wieder schön aus. Und ja, auch was die Haltbarkeit angeht. Die Haltbarkeit ist auch super. Und man kann das ja abmachen, indem man das hier einfach an der Seite abpeelt. Deswegen haben wir ja auch dieses... wo ist das denn? Diesen Peel-Off-Gel-Base. Deswegen haben wir das ja aufgetragen, damit das Ganze auch funktioniert. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, würde ich das nicht so empfehlen. Vom Prinzip her auf jeden Fall, falls ihr das Ganze zu Hause machen möchtet. Es ist wirklich auch sehr günstig im Gegensatz ja, zu einer... Wenn ihr jetzt zum Beispiel zum Nagelstudio gehen würdet oder so. Aber da würde ich euch das hier nicht empfehlen. Tut mir leid, Essence, aber es funktioniert nicht. Kann auch sein, dass ich einfach nur ein, ja, eine kaputte Lampe erwischt habe. Das kann auch sein, weil mal habe ich diese Hitze, mal habe ich sie nicht. Und dann merke ich auch direkt, das kann nichts werden.
Aber so vom Ergebnis her, wenn das Ganze von alleine härtet, so gesehen, ist das schön und man hat lange was davon. Das war mein Video. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch die schon geholt habt, was ihr für Erfahrungen mit der Lampe speziell gemacht habt oder ob ihr mir vielleicht eine andere Lampe empfehlen könnt, weil ich habe wirklich Spaß an der ganzen Sache. Weil ich einfach nicht so viel Zeit habe, meine Nägel tagtäglich zu lackieren und ja, so sind die Nägel auch gestärkt durch dieses Gel darüber und sie brechen nicht und von daher könnte ich mir vorstellen, sowas auch öfters zu machen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!